Oder nochmal die Ritter. Gut. Haben die also jetzt die Runde gerettet dieses Mal. So, jetzt. 1000 Erfahrungen, viel Gold und nochmal 1000 Erfahrungen und nochmal viel Gold. Ein Haufen Gold. 700. Hier können wir auch nirgends hinter. Hier habe ich, glaube ich, auch nichts übersehen. Ich guck mal schnell alles nochmal ab. Aber nee, sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendwas, irgendeinen Weg hauptsächlich übersehen hätte, wo wir hinlaufen könnten. Dann gehen wir mal nämlich auf der ursprünglichen Route jetzt weiter. Und eine neue Woche haben wir auch, das heißt, jetzt haben wir wieder weniger Bewegungspunkte. Die Woche des Minotaurus, aha, seht ihr? Das, ich lese mal schnell vor, sobald es hier erscheint. Lieber Tooltip, erscheine mal. Doppelte Vermehrung für Minotauren und Gardeminotauren. Und was dann auch passiert bei so einer Kreaturenwoche? Dann spawnen die hier nämlich auch. Da seht ihr, wir haben hier einen Trupp Minotauren, der gerade nicht da war. Und die können auch hier in geklinten Gebieten wieder auftauchen. Ich glaube, sonst stehen hier, da stehen zum Beispiel jetzt auch welche. Auch ein Trupp. Wenn sowas öfters passiert, dann können die dir echt die Gegend mal wieder übelst verpesten. Vor allem, wenn die dann auf irgendeiner Nachschubroute stehen, wo ein Held ohne Armee eigentlich lang möchte. Kann echt nervig sein. Ja, haben wir gegen die schon mal gekämpft? Ich glaube, einmal. Ich möchte es euch nochmal zeigen, weil die sind, eigentlich sind die ziemlich cool. Oh, jetzt habe ich natürlich hier... Das könnten die eigentlich schaffen, bevor die einmal am Zug sind. Jetzt habe ich natürlich hier, wie ich gerade schon sagen wollte, die Ritter hinterm Baumstamm stehen lassen, in meiner grenzenlosen Genialität. So, haben die jetzt gerade wieder 5 Mana gekostet? Dann bin ich verwirrt. Und wer zieht jetzt die Ziehen jetzt als nächstes? Aber da können wir komplett laufen. Ja, die Ritter, die sind immer noch eingesperrt und werden es auch bleiben in dieser Schlacht, vermute ich mal. So. Na, endlich haben wir mal ein paar tot. Die haben 31 Lebenspunkte. Das ist nämlich ganz schön viel. Und jetzt, au. Naja, bei 3 Stück habe ich eher präventiv Aua gesagt als irgendwas anderes. Die Greifen haben wir mal wieder komplett sinnlos da hochgeschickt und die brauchen jetzt auch ewig, bis die wieder ziehen können. Dummerweise. Hoffe ich mal, dass die uns hier nicht auf den Latz hauen, unseren Greifen. Ne, tun sie nicht. Gut. Sehr schön. Endlich haben sich meine 42 Fußsoldaten bezahlt gemacht. Für die ich ja ach so viel ausgegeben habe. Und noch mehr. Na, langsam ist es ein bisschen grindy hier. Es dürfte ruhig mal was passieren. Ihr wartet mal da hinten. Du, ja, jetzt kosten sie wieder 5, lustigerweise. Wir hauen euch jetzt einfach mal, weil es so viel Spaß macht. Ja, irgendwie dürfte jetzt mal was passieren. Also ich würde gern doch jetzt mal wieder eine Stadt steuern oder einfach sowas in die Richtung. Fände ich mal ganz cool. So, jetzt bewege ich sie dann doch mal. Und zwar bis hierhin. Dann haben sie jetzt den Rest des Feldes unter ihrer Kontrolle. Und sehr gut. Genauso wollte ich das haben. Dass die hier keinen verlieren. Wie viele Lebenspunkte haben wir da noch? 73 von 92. Die sind sowas von untötbar. So. Jetzt werden die Dämonen hier langsam eingekesselt. Die haben eigentlich gar keine Chance mehr. Aber wir machen sie mit den Rittern einfach vor uns platt. Ist ja schließlich doch die zweitstärkste Einheit zum Ritter. Naja, der zweitstärkste Truppentyp. Es gibt ja noch die geupgradeten Versionen jeweils. Und was haben wir hier? Hier haben wir, die sind ganz schön brutal, diese Nachtmare. Aber da hinten gibt es bestimmt irgendwas Interessantes, wenn die da stehen. Das heißt, ich speichere hier mal eben. Jawohl, überschreiben. Und dann hauen wir die mal in der nächsten Runde, wie ich gerade sehe. Ja, hier gibt es irgendein Ressourcengebäude, gibt es hier. Da.
Das verlassene Bergwerk. Kennen wir auch noch nicht. Zeige ich euch dann, was das macht. So, jawohl, Taktiken müssen wir nichts ändern. Das ist jetzt, wow, erstmal, wie ihr seht, die kommen sehr weit. Haben 27 mit einem Schlag umgebracht. Die haben halt mal 66 Leben. Was ich jetzt doch mal mache, ist der Sturmangriff hier. Dann buffe ich, weil da jetzt haben wir nämlich keinen Platz für Spielereien. Jetzt müssen wir uns so stark verbessern, wie es geht. Und hier den mal voll in den Rücken hauen. Hoffen, ja gut, haben alle überlebt, Gott sei Dank. So, und eher lächerlich, aber wir schießen trotzdem drauf. So, na, dann können wir auch hier stehen bleiben und sie vor den Fernkämpfern beschützen. Und die Fernkämpfer vor den Nachtmaren beschützen. So, und jetzt haben sie nochmal zwei angebracht. Gut, die Greifen haben jetzt mal wieder gar nichts getan. Aber das ist immer noch so ein Rettungsanker, da diese Greifen, damit diesen Sturzangriff runterkommen zu lassen. Ja, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel von unseren armen Bauern wir da gerade eben verheizt haben. Aber naja, so, das verlassene Bergwerk, das ist erstmal, wie ihr seht, das müssen wir angreifen, obwohl das keinen Besitzer hat. Das hat nämlich Wachen. Manche Gebäude haben Wachen. Und das ist eine ganz schön heftige Nummer hier. Was ist am gefährlichsten? Geister? Ja, die sind ganz schön gefährlich. Wie ihr seht, die haben 95 Lebenspunkte. Das ist eine der ultimativen Einheiten der Untoten. Überhaupt haben wir hier eine Untotenarmee, wie unschwer zu erkennen ist. Ich mach mal den hier. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Wir werden sehen. So, hier, den können wir jetzt gar nicht zaubern, weil der uns gar nichts bringt, weil hier nur Untote stehen. Da hat uns das Spiel jetzt gleich automatisch ausgekraut. So, dann kommt mal ein bisschen ran. Und das hat jetzt mit den Greifen wahrscheinlich gar nichts mehr gebracht, weil ich glaube, wir greifen ein Feld an mit diesen Greifen. Greifen, Wortspiel. Das heißt, die werden wieder da unten irgendwo runterkommen. Und naja, war wohl eher dumm als irgendwas anderes. So, wir Gänse klatschen ist am wichtigsten, die hier umzuhauen. Und nach Möglichkeiten niemanden zu verlieren. So, jetzt steht da nur noch einer. Ja, dann müssen wir nicht hier lang. Dann können wir hier runter mit den Fußsoldaten und den Milizen hier dann angreifen. Und, die große Stunde der Bauern abgeschlagen. Das könnt ihr noch euren Enkeln erzählen, wenn ihr länger als eine Mission überleben würdet. Tut ihr aber nicht. So, dann können hier die Ritter mal wieder ablocken und auch gleich mal alles umbringen, was ihnen begegnet. Autsch. Das war natürlich nicht so gut, dass die jetzt genau hier gelandet sind. Wir erschießen, war, wir erschießen euch. Hoffentlich alle. Ha, fast alle. So, naja, gut, dann gehen wir halt hier hin. Bringt doch eh nichts mehr. Dann ziehen wir mit euch auch mal hier runter. Mit denen genauso. Und die Zombies werden jetzt erstmal ordentlich gefistet. In dem Fall von oben. Und dann kriegen sie nochmal ein paar Pfeile ab. Und jetzt dürfen sich die Greifen für ihren gefallenen Bruder rächen. Dann schaffen die mal alle ihn zu bringen, aber naja. Dafür dürfen jetzt die Ritter vollends aufräumen. Gut, dann haben wir das geschafft. Und jetzt haben wir ein verlassenes Bergwerk erobert. Und das bringt uns... Fördert ein Schwefel pro Tag. Alles klar. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, teilweise random. Also es gibt auch so eine Goldmine, wo man dann eben täglich Gold rauskriegt. Oder eben verschiedene Ressourcen. So, also damit wollte ich eben sagen, Schwefel kann nicht exklusiv in diesen Bergwerken abgebaut werden, sondern auch durchaus mit, naja gut, ach, da hätte ich eigentlich gleich nach vorne gehen können. Ich brauche so lange, bis die mir ziehen. Tun wir jetzt auch. Sondern es gibt auch schon ein eigenes Ressourcengebäude für den Schwefel. Ach nee, wir segnen. Und ja, ist ja auch egal. Sehen wir ja alles. So wichtig ist das jetzt auch nicht.
Wir schießen immer auf die, die sind, oder da kommen eigentlich die Ritter gleich ran. Ich vermute mal, ne, die Ritter werden die nicht alle umbringen können. Also schwächen wir die doch mal, dann sind die jetzt nach dem nächsten Zug der Ritter hoffentlich weg. Ja, wo schieße ich denn da drauf? Schießen wir halt mal hier drauf. Die drei Bogenschützen sind mehr lächerlich als irgendwas anderes. So. Ja, nicht alle, aber ist gut. Jetzt sind sie nämlich weg. Und hoppla, die sind gerade explodiert. Nein, das war ihre Spezialfähigkeit. Und jetzt haben die uns nochmal zwei Greifen gekostet. Langsam kriegen wir Probleme. Langsam sind unsere Greifen ausgeblutet. Unsere Sturmeinheiten Nummer 1. Das heißt, wir haben es langsam wirklich bitter nötig, eine Stadt zu bekommen. Ich hoffe mal, was passiert, weil ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, ob hier noch irgendwo auf dem Weg eine Stadt liegt. Oder ob die erst da oben ist. Ich vermute mal, die bittere Wahrheit wird sein, dass wir wirklich erst da ganz oben am anderen Ende der Karte die Stadt kriegen. Schauen wir kurz unsere Ziele. Trefft Alarons Armee. Ha, das ist der Elfenkönig. Ich erinnere mich, dieser Typ namens Findan führt die Elfenarmee an. Wir müssen den Lichtwald erobern. Gerüchte besagen, dass Dämonenfürst Agrael sehr geschickt im Umgang mit Magie ist. Für Isabel ist die Zeit gekommen, sich magisches Wissen anzueignen. Denn ohne dieses Wissen wird sie es gegen die Magie der Dämonenfürsten sehr schwer haben. Lichtwald ist bekannt für seine Magiergilden, ein perfekter Ort für die junge Königin, die entschieden hat, ihre Feinde nicht nur mit Stahl zu bekämpfen. Isabel sollte den Angriff auf Lichtwald sehr sorgfältig vorbereiten. Zeit spielt keine Rolle. Und Isabel muss überleben. Isabel muss überleben, um ihr Ziel zu erreichen und weiterzumachen. Na, ich weiß, es war jetzt nicht unbedingt nötig, das vorzulesen, aber ich finde es so schön. Um mein Ziel zu erreichen, muss ich überleben. Das schreibe ich mir in mein kluges Notizbuch. Damit ich das ja nicht vergesse, dieses wichtige Detail in meinem sonst so makellosen Plan. So, 22 Bauern. Kennen wir schon. Ja, und jetzt haben wir hier einen Bogenschützenturm. Endlich gibt's mal. Da stehen schon wieder Minotauren. Würde mich nur mal interessieren, ob die nach der Woche... Nee, die verschwinden nach der Woche nicht. Wäre ja auch Quatsch. Hier haben wir was Cooles noch. Die Bergfestung, die ermöglicht nämlich die Aufwertung der Kreaturen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin, kaufen uns 12 Bogenschützen und stolzieren dann gleich mal hier rüber auf unserem Hotelü und können hier jetzt ein paar tolle Sachen machen. Wir können jetzt die hier aufwerten. Wir können vor allem die Ritter aufwerten. Das sind jetzt Paladine, die sind jetzt richtig, richtig derbe. So, die machen wir auch noch. Wir hauen alles Geld raus, alles, was wir haben. Das hat uns Gott sei Dank gerade einiges gebracht. So, hier noch die hin. 5 Paladine. Die sind jetzt gerade unsere große neue Hoffnung. Mit denen dürfen wir einiges machen. Auch 41 Scharfschützen sind nicht schlecht. Wir gehen erstmal hier hinter, weil hier ist bestimmt bald der Weg vorbei. Und kreisen dann hier vorne alles ab und gehen wieder zurück zur Straße bald. Naja, 12 Minotauren können wir mal rennen lassen. Ja, mich würde mal interessieren, warum heute das Speichern so lange dauert. Dabei habe ich sonst gar nichts anderes gemacht. Also es läuft eigentlich nichts außer Audacity und Fraps im Hintergrund. Und der Rechner ist auch frisch hochgefahren, also frisch neu gestartet und alles, was ich immer mache, bevor ich aufnehme. Und naja, ihr könnt jetzt hier hinziehen, oder? Das heißt, ich setze sie mal dahin. So, buffe ich jetzt nochmal. Und ja, die 182 Milizen ziehen wir auch mal nach vorne. So mehr noch ein Hacker halber. Ja, yeah, sehr schön. Und ihr seht mal, die sind nicht sehr schlimm angekratzt, die Paladine. Wir schießen mal noch. Ah, die Paladine brauchen wir ein bisschen, bis sie ziehen dürfen. Das heißt, wir schießen doch mal auf die da unten.
dass die nicht so schlimm zuschlagen können, obwohl sie die Unterstützung nicht unbedingt brauchen. So, hier wird jetzt so drauf geschlagen.